Hattest du nicht gesagt, du hattest ein bisschen vorgearbeitet? Ah, hast du schon ein Level Up? Ja. Glückwunsch, Mistkerl. Ja. Ja, wie gesagt, weil ich bis Level 10 wirklich die letzten Quests mit dem Vulkan nicht machen durfte. Damit ich... Das Chip. Oh, wer? Wie? Der mit den gebrochenen Herzen. Chip and Dale. Ja. Voll keine Anspielung. Danke. Ist irgendwas Lustiges drin? Neuer Punkt erhalten. Da gehen wir nochmal auf. Auf die Zwillingsdisziplin, auch wenn ich später ändern werde. Da drin war nichts, hast du gesagt, ne? Uns fehlt noch ein Ventil. Ja. Lass mich raten, das erste. Und da sind wir 100% dran vorbeigelaufen. Ja. Hast du gefunden? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ach Gott, hier ist es doch. Ja, nimm das doch mal. Mann. Was dauert denn das hier so lange mit dir? Geh mir Schnitt auf Sengel, mein Freund. Alle Leuchten und Anzeigen auf der Steuerungskonsole spielen verrückt. Auf der Konsole ist ein einzelner großer roter Knopf mit der Aufschrift "Drück mich nicht" wahrscheinlich. Wenn es Knöpfe gibt, die große Explosionen auslösen, sehen sie ganz sicher so aus. Drück den großen roten Knopf auf der Plattform der HGK. Whee! Whee, Action pur hier. Boah, sieht aber ziemlich cool aus. Ja. Ich weiß nicht. Klar, das sagen sie hinterher alle. Geschickt gemacht hier wieder, ne? Ja, jetzt. Na. Warum gibt's hier eigentlich nichts zum Lederverarbeiten? Was soll denn der Mist? Komm, kannst du ja versuchen, ob du so einen Roboter halten kannst. Ingenieurkunst. Wird extra im Tooltip angezeigt. Im Tooltip? Weißt du, was ich jetzt Schreckliches erfahren habe? Ich befürchte, du wirst es mir gleich sagen. Der Support für das LOI wird eingestellt. Oh. Nach Jahren ist er jetzt auf die Idee gekommen, er hat im Real Life. Anders kann man es nicht sagen. Er hat einfach genau das bekommen, was er verdient hat. Und wir bekommen schöne neue Hände. Boah, wir sind jetzt schon so imbar. Ich habe fast 1000 Mana. Ich habe die IC-Explosion bis hierher spüren können. Oh, was nehmen wir denn? Du gibst Geld. Glückwunsch. Ich bin gerade Level 11 geworden und er ist schon Level 12, ey. Das ist doch nicht wahr hier. Ja, weil ich auch nebenbei noch Dingens mache. Was passiert mit mir? Die Sklavengruben. Der Trainer hat uns gesagt, dass Sassy sich drüben bei den Sklavengruben aufhält. Es sind ein paar Orks bei ihr, die sich auf euren Angriff auf den Handelsgrinsen vorbereitet. Camille, ihr solltet die Straße entlang nach Südwesten gehen und sie suchen. Sie möchte ganz sicher, dass sie den Angriff leitet. Okay, wir dürfen mit der jungen Dame rennen. Sprechen. Fußbombentrikot. Ach, das ist der Teil, womit wir gleich das Spiel gewinnen. Mhm. Instant auf Level 85 katapultiert werden. Beziehungsweise 86. Ja, Minimum. Toll, mein Raptor schon wieder eine Fritten, ey. Du hast doch auch eine Allianz-Schau hochgezogen von Manne. Also jetzt auch mit Kataklysm, oder? Nö. Musst du unbedingt machen. Die Quest in Westfall kann ich nur empfehlen. Ich will mal gucken, wenn mir irgendwann total langweilig sein sollte. Ich habe mich schon gefragt, wo ihr bleibt. Keine Sorge, Hobart wird diese Fußbombentrikot in das ultimativste Fußbombentrikot aller Zeiten verwandeln. Wey! Hast du den Erfolg auch gekriegt? Den? Wey! das darfst du vorlesen. Was muss ich vorlesen? Ich war gerade noch beim Verkaufen. Sie liebt mich nicht. Oh, sie liebt mich nicht. Oh mein Gott. Oh, Süßer, ihr werdet nie glauben, wer sich in den Sklavengruben im Norden aufhält. Sassy schüttelt traurig den Kopf. Im Norden. Norden, ja, mir egal. Wann ist da unten und arbeitet für den Handelsprinzen?
diese kaltherzige Schlange hat euch wie eine heiße Kartoffel fallen lassen und jetzt arbeitet sie auch noch für die anderen. Seit ihr euch um Chip gekümmert habt, trifft sie sich mit dem Handelsprinzen. Was ein Miststück. Ich weiß ja nicht, wie es euch bei der Sache geht, aber wenn sie meine Ex wäre, würde ich ihr das wankelmütige Herz aus der Brust reißen. Was haben die alle mit ihren Exen, ey? Ist ja schlimm. Ja, wer mag schon Reptilien? Ja. Besonders rote. Ja, ja. Im Dunkel und so. Wir haben wirklich keine Zeit, um all die zu retten, die so dumm sind, sich immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder einfangen zu lassen. Ich habe jedoch noch ein paar Raketen übrig, sodass wir dieses Problem ganz leicht aus der Welt schaffen können. Bringt diese einstufigen Trägerraketen zu den Sklavengruben im Norden und befestigt sie an den Käfigen. Nöden. Der Käfig wird abheben. Und sie können wir diesen Idioten im Hand und drehen freien, jo. okay. Coco, Okok. Ich hab da oben zufällig einen Jägerlehrer. Ich brauche einen Jägerlehrer. Nö. Ich will erst mal drüber geredet haben. Aber du hast hier verkauft, hast du gesagt. Ja. Wenn man schon mal dabei ist, kann man ja ein bisschen was verkaufen hier. Kette, Stoff, weg, 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 weg. Ne, Katschakola behalten wir und Malachit sowieso. Leinstoff? Moment, bräuchte ich Leinstoff noch? Mal zurückholen. Ja, Silfe, ja, den können wir direkt mal verarbeiten. Jahre später. Was soll der Termin oder was? Natürlich. Ja, deine Freundin weiß doch Bescheid, dass wir heute, dass es ein bisschen länger dauert. Na, Logan. Trotzdem ist rumstehen eine doofe Sache. Käfige in die Luft geschossen, 1 von 8, obwohl ich dann noch nicht mal mit dabei. Oh, wow. Bitte gern geschehen. Erinnert so ein bisschen an Charlie und die Schokoladenfabrik mit dem, ne? Keine Ahnung, nicht gesehen, nicht gelesen, gar nichts. Weiß ich nicht, will ich nicht. Die Neuauflage hast du nicht gesehen? Das war doch mit dem Deppigen, ne? Ja. Ja, ich glaube, da habe ich irgendwas von gesehen, aber... Ja, der hat da so einen ja, Aufzug, der dann hinterher dasselbe macht wie das Ding hier. Fehlt eigentlich nur, dass hier oben... ich sehe Boss auf der Karte, Ja, warte dann Druck ab, Mann. Ja, du läufst schon wieder kreuz und quer. Da war Erz. Er wieder. Wenn ich ein Blümchen pflücke oder eine Ader verhaue, ist das, als wenn ich einen Mob töte. Genauso viel EP kriege ich dann. Oh, da oben ist ein Erste-Hilfe-Lehrer und Priesterlehrer. Ich will einen Jägerlehrer. Da, du hast Freunde. Ja, ja, ich weiß. Oh, ich auch. Ja. Nicht nur ich bin hier immer schuld. Oh, wo kommst du denn weg? Ich brauche definitiv mehr Tempo. Naja, klar. Wow! Hat Boom gemacht. War aber knapp. Ja, Moment. Käfigschlüssel der Sklavengruben. Hast du es mitgekriegt, dass mit dem Patch 4.2 du keine Schlüssel mehr brauchst für nichts mehr? Und der Schlüsselbund abgeschafft wird? Nein. Wer weiß es jetzt? Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Da ist der Boss. Vanillehörnchen, die alte Sorge. Und du hast ein gebrochenes Herz gehabt. Wow. Nee, wir haben jetzt echt das Herz rausgerissen. Ja. Ja. Toll. Okay, hier ist zumindest für Priesterlehrerin und wenn du die Stift 12 für Lehrer für Erste Hilfe haben wir auch schon alles gelernt. Oh, Jägerlehrer. Hi. Ja. Oh, hier können wir noch einen zweiten Beruf lernen, aber ich glaube, ich habe schon beide genommen, oder? Ich habe 2, keine Ahnung, wie das bei dir ist. Schneiderei und Kirschnerei habe ich. Dann ja. Speck des Falken, was war das andere? Nur, wie kommen wir hier wieder raus? Wieso wir? Ich bin doch gar nicht da drin. Ich stehe da oben. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Ich finde das gerade ein bisschen unpraktisch. Sascha, ich bin ein Star, hol mich hier raus. Ah, okay, haben schon geschafft. Bitte. Wie dumm ist denn das, dass man hier durchfliegen kann? Tja, das schafft wahrscheinlich auch keiner, nur du wieder. Tja. Oh, da ist nochmal ein Vanillehörnchen.
Nochmal ein Broken Heart. Verfehlen. Und dong. Was du kannst, kann ich auch. Tod bei den Keks. Im Übrigen nicht wundern, ich habe hier unten schon mal zwei Makros reingetan, die ich auch auf meinem Hauptschar benutze. Die sehr praktisch sind. Einmal Schattengeist-Makro, dass es mehr Schaden macht, der schöne Schattengeist, wenn ich den dann irgendwann später mal kriege. Und Seele der Macht auf mich selber immer casten. Weil der Sascha braucht das nicht. Aha. Hm. Wie habt ihr euch entschieden, Herzchen? Ja, wie wohl. Herz raus und bitteschön. Ich bin mir nicht sicher, dass ihr es verdient habt, Timmy. Sie hätte euch einfach nicht betrügen dürfen. Was? Achso, ich bin mir sicher, dass sie es verdient hat. Ja, okay. Mir läuft es eiskalt den Rücken hinunter, wenn ich daran denke, dass sie dieses Monster, den Handelsprinzen, vielleicht sogar geküsst hat. Ist ja voll eklig, ey. Können die doch nicht machen hier. Dafür gibt's aber neuen Rücken. Nur ein neuer Rücken kann entzücken. Ups, nun ja, runter kommen sie alle. Ja. Irgendwie schon bestimmt. Neue Handgelenke, auch direkt mal anziehen. Endkampf! Hey, wir sind hier voll im Raid drinne, Endboss. Wow. Timly, es ist soweit. Swall ist unten an Gullivix Docks und kämpft in diesem Augenblick gegen den Handelsprinz. Der muss doch nur... Ah, verdammt, ey. Sprich dich aus. Ne, muss er nur schnipsen, er ist ja tot. Springt sofort in euer ultimatives Fußbombentrikot und beteiligt euch. Fußbombentrikot. Da, mein Fußbombentrikot. Wo bist du? Ich bin wieder unterwegs. Ich bin hinter dir, du Nuss. Na, dein Glück. Was haben wir denn hier? Blitz, Feldtor und illegaler Kontakt. Okay, tretet eine Fußbombe in Richtung des Handelsprinzen, die für... 3250 Feuerschaden explodiert. Nett. Zieht auf den Handelsprinzen und stürmt auf ihn zu bis zu 45 Meter Entfernung. Ja, das war das, was ihr gerade bei Sascha gesehen habt. Oh, das ist aber hart, ey. Der hat gut was an Leben. Dong. Und wieder ein Ball ins Gesicht. Nein, ich hab Akku, ich hab Akku. Er zieht mich an. Und der hat mir irgendwas drauf gemacht, ihr auch? Nur bisher noch nicht. Oh, jetzt. Ja. So kann's gehen. Ich habe noch nicht mal angezeigt, doch. Dass du mal Aggro hast, habe ich angezeigt. Na komm jetzt hier, finalen Schlag. Ja, geht doch. Und? Explodier! Gnade, ich gebe auf. Ich gebe mich geschlagen, ich sehe meinen Fehler ein. Ich verspreche die Art, wie das Kartell geführt wird, zu ändern. Ja, ja, das sagen sie alle. Ich bin euer Goblin-Troll, was kann ich für euch tun? Hauptsache wieder am Einschleim. Warum liest du das vor? Wenn du dich hier hinstellst, dann hörst du es. Ich hör's nicht. Mal reinzoomen. Für die Horde! Lockta! Ah, warum mache ich dir das eigentlich nach, hm? Ich dachte, man käme da runter, sorry. Ja, man kann aber woanders abkürzen. Ach, wie er mich wieder verarscht, ja. Einer muss ja. Oh, da ist Erz. Ach, direkt aussteigen, hier, ich will Erz. Da oben. So. Raus aus dem Automaten hier, ist eh ziemlich stickig darin gewesen. Stinkig. Ja, ihr habt es geschafft, ihr habt es geschafft, ihr habt es geschafft, ihr habt es geschafft! Wir sind gerettet, Jamie. Sieg! Wir können euch nicht genug für all das danken, was ihr getan habt. Endlich kommen wir von dieser Insel runter, bevor sie uns noch umbringt.
Voll wird zumindest mit euch sprechen wollen, Temli. Ich schicke euch mit einer Rakete darüber. Wir sehen uns auf dem Schiff. Oh, oh, da kriegen wir schon das erste Epic-Teil. Mehr oder weniger Epic. Blau. Du bist auch Epic, ey. Nein, ich fliege mit der Rakete. Mhm. Aber das ist auch Epic. Hast du recht. Ich sehe dich gar nicht. Auch jetzt sehe ich dich. Hi. Ich habe auch eine Bruchlandung gemacht. Ja, ich auch, aber... Hey. Lock da, Sieg Temli. Her mit meiner neuen Robe. Anlegen. Wie schnell man hier die Sachen durchwechselt, ne? Der Gesandte des Kriegshäuptlings. Die Goblins und Orks haben gemeinsam zu viel erreicht, um jetzt wieder getrennter Wege zu gehen, Priester. Ich wünsche mir, dass du Bürgerwasserkartell, dass das Bürgerwasserkartell sich der Horde anschließt. Ich habe hier etwas für den neuen Kriegshäuptling. Gebt dieses Päckchen meinem Freund, der Korkron am Dock der Messerbucht in Durota. Ja, Messerbucht, okay. Er wird euch helfen, sicher nach Orgrimmar zu gelangen. Sprecht mit Sassy Harzang auf dem Schiff, wenn ihr bereit seid, den See zu stechen. Auf bald. Akka Magosh, mögt ihr und die euren gesegnet sein, Temli. Was heißt Akka Magosh, weißt du das? Kein Plan. Mein Orkisch ist ein bisschen eingerostet. Oh, er hätte ja sein können, dass du dich zumindest ein bisschen vorbereitest. Nö, Level 12 sind wir noch nicht. Wir müssen ihn anlabern hier. Die da vorne steht, Sassy Harzang. Sassy! Oh, alte Sorge. Auf nach Orgrimmar. Ah, die erste Hauptstadt. Wir haben den ersten kleinen Schritt gemacht auf unserer langen, langen, langen Reise. Mhm, sehr lang. Ja, verdammt lang. Gigantisch, monströs. Bist du denn? Ach, er lebt noch. Ist auch endlich mal angekommen. Ja, er lebt noch. Wenn es mal wieder ein bisschen länger lädt. Ja, ein Land sieht ja nicht unbedingt aus, denn gerade. So, cool sieht's ja aus. Aber nicht ein Land. Was in aller Welt habt ihr in Orgrimmar zu schaffen, Goblin? Der Ork flüstert. Ich weiß, wer euch schickt. Habt ihr euch für mitgegeben? Nachricht für Garrosh, der Loyalist der Korkron. Was ist das eigentlich für ein Name, für eine Rasse? Öffnet das Paket und hält einen Gegenstand schützend in der Hand, während er den darin enthaltenen Brief liest, nachdem er die Nachricht von Thrall gelesen hat. Pusht ein kaum merkliches Lächeln über sein fängebewehrtes Gesicht. Was? Nichts, alles super. Ja, fehlbewährtes Gesicht passt irgendwie nicht ganz so. Bringt dies direkt zu Kriegshäuptling Höllenschrei in Orgrimmar. Stellt sicher, dass Garrosh weiß, dass er von Thrall kommt. Nehmt einen Kampfwalk. Schnell, kleiner Goblin. Diese Nachricht duldet keinen Aufschub. Oh. Packhop-Goblin kriegen wir dafür. Ja, Gobba. Gobba! Gobbles! Stehst du auch auf dem Walk? Nö, doch, ja. Nö, doch, ja. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ja, ich muss jetzt ranzoomen, damit ich es vernünftig sehe. Tja, wie reiten Goblins auf Walks? Ja. Finde ich aber gut, was sie hier mit dem Allianz-Deppen betreiben. Die Wurgen zum Haustier gemacht. So muss das. Wer spielt bitte schon einen Würg, ey? Nö. Oh, so oh, viel. Oh. Weißt du, was mit Patch 4.2 richtig geil wird? Ich befürchte, du wirst es mir gleich sagen. Es gibt dann den Befehl / Roar. Wow! Das habe ich natürlich bisher voll vermisst. Ja! Muss ich mir überlegen. Tank charged rein und was war davor? Roar! Ja, es klingt überhaupt nicht gestört. Oder? Ja, es wird bestimmt lustig. Aber die drei Nice sagen was anderes. Mhm. Ja, ist doch gut, mein kleiner Borg. Ist doch gut. Feste Gromrasch entdeckt. Oh, neue Quest. Aber erstmal Quest abgeben. Wenn denn hier mal geladen wird. Orgrimmar ist wieder viel zu voll. Sieg ist doch klar.
Was soll das, Goblin? Euresgleichen ist in der feste Grommasch nicht erlaubt. Verschwindet, bevor ich euch zeigen muss, wo euer Platz ist. Du, Kleiner, nur weil du Elite bist und 103 Mille hast, ne? Brauchst du gar nicht ankommen. Ihr habt 312 Leben, ey. Nachricht für Garrosh. Thrall hat euch aufgetragen, mir das zu bringen. Der Kriegshäuptling tritt einen Schritt zurück, sichtlich erschüttert. Ich verstehe nur zu gut, was das heißt, Goblin. Garrosh zeigt auf Gobba. Dieses stinkende Ding wurde unbeaufsichtigt in der Stadt aufgegriffen und scheint euch zu kennen. Ich habe schon andere von euren Schlag zur Arbeit nach Ashara geschickt. Nehmt es mit euch, wenn ihr geht. Ab diesem Tag dient ihr und euer Bilgewasserkartell der Horde. Wir kriegen einen wunderschönen neuen Stab, der uns gleich zwei intelligenter macht. Meldet euch beim Arbeitsaufseher. Euer Volk ist mit der landschaftlichen Umgestaltung Asharas beschäftigt. Wir werden das Land im Geiste der Horde neu gestalten, auf das alle wissen, Kalendor ist unser. Geht nach Norden durch die Stadt. Jenseits des Tals der Ehre findet ihr das hintere Tor von Orgrimmar. Meldet euch bei Arbeitsaufseher Grabbit außerhalb des Tors, Goblin. Für die Horde. Oh, Jemine, oh Jemine. Noch mehr Quests. Und du hast sie wahrscheinlich schon alle angenommen, ne? Ja, ich habe nur eine Quest angenommen. Sollen wir mehr noch nicht annehmen? Also ich habe nur die von dem hier vorne, von Etrik angenommen. Ich weiß nicht, bei wem du noch Quests hast. Ich habe hier noch bei einmal bei Etrik und einmal bei Gotura Vierwind. Nö, der hat für mich gar nichts. Dann ist das bestimmt Priesterquest. Erhaltung des Brachlands. Seit Jahren bildet das Brachland das Herz des Horngebiets in Kalimdor. Es ist eine wichtige Verbindung zwischen den Orks von Durotar und den Taurensiedlungen in Mulgore. Im Chaos des Kataklysmus drohen wir durch Überflutungen, Erdbeben und sogar eine Invasion der Stacheleber von diesem wichtigen Grasland abgeschnitten zu werden. Ja, immer diese bösen Stacheleber, ne? Das ist... ihr wirkt, als wärt ihr bereit für eine Herausforderung. Meldet euch bei Kargal Schlachtnarbe in der Fernwacht und stellt sicher, dass der Weg ins Brachland frei bleibt. Reist ins nahegelegene Klingenhügel und von dort aus gehen Westen. Überquert den Südstrom, dann werdet ihr ihn finden. Das ist Questgebiet nördliches Brachland. Wie viel Erfahrung bekommst du für die Quest? Moment. Nördliches Brachland 460. Geil. Ich habe mir nämlich draußen die Quest genommen auf Befehl des Kriegshäuptlings nördliches Brachland. Dann gebe ich die wieder ab und nehme die von dem an. Kriege ich mehr okay. Praktisch. Fehlende Berichte. Garrosh ist ungehobelt und spricht kaum ein Wort, aber er meint es gut. Bald wird er erkennen, welch wertvoller Verbündeter euer Volk ist. Ich warte auf Berichte zu den letzten Regungen der Allianz in Durotar, aber sie sind noch nicht eingetroffen. Würdet ihr für mich nach Klingenhügel reisen und persönlich darum bitten? Am einfachsten gelangt ihr mit einem Windreiter dorthin. Für eine kleine Gebühr leiht Doras, der Windreitermeister in Orgrimmar, euch einen seiner Windreiter. Ihr findet ihn auf der Anhöhe Windreiter nördlich des Tals Windreiter der Stärke. Hauptsache, wir bringen ungefähr 20 Mal das Wort Windreiter damit unter. Ja, tolles Wort und so. Ja, Windreiter. Aber weißt du, wo ich jetzt ganz gerne eigentlich hingehen würde? Du wirst es mir schon gleich sagen. Ach, du kannst es dir bestimmt auch denken. Ins Aha? Nee, nach Ashara. Okay. Aber ist, glaube ich, nicht unser Levelgebiet, oder? Klar. Doch. Guck doch draußen an der Tafel, da ist doch auf Befehl des Kriegshäuptlings Ashara. Tafel. Da, Tafel. Nö. Dann bist du wahrscheinlich ein Level zu low oder so. Ja, ich bin ja auch erst Level 11, nicht so wie du, Level 5.728,3. Minimum. Nee. Aber, Leute, wir haben schon wieder eine Stunde aufgenommen. Das bedeutet, das zeigen wir euch dann erstmal wieder in zwei Folgen verpackt, wie wir es von uns kennt. Der erste Teil der Reise ist abgeschlossen. Viel levelmäßig haben wir jetzt nicht erreicht, dafür aber geschichtlich wieder einiges. Wir werden nie wieder unsere Insel betreten dürfen. Oh, wie dramatisch. Es ist schrecklich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin euer Helot 986. Ja, ich immer noch Casey Hellfire. Unbelievable. Und tja, vielleicht entscheidet ihr ja auch ein bisschen, was wir als nächstes machen. Ich bin auf die Kommentare gespannt. Du auch? Nein, überhaupt nicht. Nee, ganz und Frage, gar nicht. Ey. Gut, bis dann. Tschüss.